Seid erneut gegrüßt, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei der großen Saga des kleinen Nager. Wir befinden uns hier mit dem kleinen, wackeren Reggie in der Krypta der Ahnen. Haben gerade den Barden gefunden und habe in der letzten Folge ein Schild gefunden, das ich nicht ausgerüstet habe, obwohl es besser war. Das werden wir jetzt hier gleich mal raussuchen. Es ist jetzt auch ein DLC veröffentlicht worden, bei dem man scheinbar ein... Ah, hier Y-Skin-Variante umschalten, bei dem man eine... Aha. Neue Skin bekommen hat, eine Weihnachtsskin. Wir werden mal schauen. Ist das hier das mit Y einfach? Also der Schild schaut ja schon mal wieder nicht allzu weihnachtlich aus. Hier steht nichts von Skin-Variante umstellen mit Y. Ich weiß nicht genau, wie das hier funktionieren soll. Dass man die claimen kann. Die Variante. Ich probiere mal eben hier alle Tasten aus. Lustig, bei dem Schild, das ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen. Hier haben wir das mit Y. Skin-Variante umstellen. Das steht aber jetzt auch nur hier bei diesem Schild. Bei dem da oben ging es auch? Ach ja, das ist doch weihnachtlich. Geht das nur bei bestimmten Items offenbar? Ist ja interessant. Ja, doof. Der hier schaut schlechter aus. Hier der Puddingschild, das ist ja niedlich. Och, wie festtaglich. Oder, ja, festtaglich. Na, ihr wisst schon. Ach, interessant. Das geht nur bei bestimmten Items offenbar. Okay. Das interessiert mich jetzt aber doch. Oh. Hier bei den Schildern ging es bei dem hier. Da ist es eine kleine Bratpfanne. Na, hervorragend. Okay. Ja, doof. Ich würde es halt gern bei den besten Sachen, die ich habe, umstellen. Und nicht nur bei ein paar, die ich eh nicht verwende. Gut, das hier ist eigentlich das Beste, das ich habe. Interessant, interessant. Ich schaue jetzt hier ein bisschen durch. So viel Zeit muss sein. Also das kann ich umstellen. Oh, das sieht ja... Oh, wie ein kleiner Nacktmull-Render da rum. Aha, die können wir alle umstellen. Ach. Das ist aber gemein. Das geht hier hauptsächlich bei den schlechteren Rüstungen. Das schaut doch gut aus eigentlich. Oh Mann. Ja, schade, das hätte ich mir etwas anders erhofft. Hier geht's überall. Die Verteidigung von dem Ding ist besser. Aber es ist auch noch schwerer. Ja, es gibt gerne ein bisschen nach vorne, wenn euch das langweilt, wo ich hier die Skins durchschaue. Ach, und es stellt die automatisch wieder zurück, um ja, die hier gefällt mir am besten. Normalerweise ist mir eigentlich die Optik immer ziemlich egal. Ach, hier kann man das komplette Nacktratten-Outfit einstellen, offenbar. Sehr lustig, sehr lustig. Aber okay, diese Helme sind mir alle ein bisschen zu mies. Hier kriegt man einen Kürbiskopf. Hier gibt es eine Kochhaube. Interessant, interessant. Eine Sonnenbrille. Ey, seht euch das mal an, der Reggie, der Kleine. Ist ja spitze.
die Brille ist ja geil. Oh Mann. Ach, das hier ist ja, das ist ja das Top, Top-Outfit hier. Der Barthelm. Oh Mann. Oh, da ist auch ein Bart. Ja, spitze. Ja, spitze. Doof nur, dass das so schlecht ist, aber seht euch, das ist aber weihnachtlich hier. Oh, oh, was mache ich denn? Nee, wir lassen das so. Ja, sehr schön. Und hier gibt es ja scheinbar bei den Waffen gibt es irgendeine Zuckerstange. Da haben wir einen Pfannenwender. Oh mein Gott. Ach ja, Odd Bug Studios, way to go. Ja, schade, aber das Schwert da werde ich fast nicht ersetzen. Bin ja hier in der Krypta, ich muss ja hier gleich noch kämpfen, oh nein. Wo haben wir bei der Axt? Vermutlich wird irgendwo die Zuckerstange sein, oder? Oder ich habe die Waffe noch gar nicht einfach, die diese Zuckerstangen-Skin hätte. Das kann natürlich auch sein. Also da hätte ich jetzt nirgends was gesehen. Vielleicht ist es auch eine zweihändige. Das kann natürlich auch sein. Der Pfannenwender ist ja geil. Aber ja, da bleibe ich wohl bei dem. Wir schauen jetzt bei den zweihändigen noch rein. Da ist nichts bei den Schwertern. Ach ja, da haben wir eine Zuckerstange. Siehst du mal. Die ist aber natürlich sehr schlecht im Vergleich zu meiner jetzigen. Ach, das ist eine Sense. Sehr interessant. Okay, das lassen wir auch mal. Speer. Ach ja, okay. Ist ja nett. Ist ja nett. Na gut, wir lassen das mal so. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht allzu schlecht. Ach nee, gut, da schauen wir auch noch rein. Gibt es auch noch Festtagsvarianten. Meine Armbrust. Naja, sieht ein bisschen anders aus. Okay. Gut. Och, ho, ho, ho. Hier kommt der kleine Reggie. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. So. Und der wird jetzt hier ordentlich Weihnachtsfreude verteilen. Ja. Alles klar. Ich glaube, ich speichere das gleich nochmal. Nicht, dass ich das nochmal umstellen muss hier. So, Käfersaft voll machen. Und los geht's. The book wasn't just buried. The whole Grand Library was abandoned. Oh, da bibbert er, der kleine Bade. Und hier ist das Buch ausgezeichnet. Ho, 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 ho. Na, sag mal. Da werden wir gleich mal die Waffe vergiften. Uah. Fetter Frosch. Oh. Wow. Der kotzt hier durch die Gegend, das mag ich schon so gern. Wow. Okay. Ja, der Weihnachtsmann. Wir vergiften gleich nochmal. Der hat wohl zu viel Pflaumenpudding gegessen. Der kotzt hier durch die Gegend. Oh Mann. Alter, beruhig dich mal. So viel Aufregung ist nicht gesund, mein Gutster. Der reißt sich den Arm ab und will mir damit eine reinhauen. Oh Mann. Oh, 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 was mache ich denn? Was mache ich denn? Was mache ich denn? Okay, wir schießen mal. Wow. Okay. Wow. Das ist aber gar nicht weihnachtlich.
Okay, baller, baller, baller drauf, was geht? Mehr! Ah, wuh! Oh Mann, das ist ja... Oh, ein Auftakt zu dieser Folge. But for now, he had found the book. The other mysteries would have to wait. Genau. Reggie wished King Rattus were with him to explain these creatures being here. And if he were being honest, because he missed his father's reassuring presence. Ja, ein Buch voller toller Weihnachtsgeschichten und mir verpasst der süße Bart einen Daumen hoch. Wäre eine tolle Weihnachtsfreude, wenn ihr mir auch einen da lasst. Als kleines Geschenk. Und abonniert auch gerne den Kanal. Was machen wir mit der Rüstung? Die hat eine ziemlich hohe Verteidigung. Die Frage, kommen jetzt hier weitere Frösche? Obwohl, ich habe hier diesen hübschen Weihnachtskittel an. Wir werden das so belassen. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Oh je, das war jetzt nicht sehr weihnachtlich den armen kleinen Larven gegenüber. Na schade, ich hätte eigentlich gern auch so eine einhändige Zuckerstangenwaffe. Die wird noch ganz hervorragend dazu passen. Auch die Frage, ob man da jetzt die Axt, die Skin umstellen kann, das schaue ich auch gleich nochmal. Das gefällt mir schon ziemlich gut. Mal sehen. Nee. Ja gut, die Sense. Nee, dann lasse ich schon die Axt. Was soll's. Die zwei Teile hier sind die wichtigsten. Für das Festtagsfeeling. So, dann werden wir einen Käfersaftvorrat gleich nochmal auffüllen und da hinten das Gift. Wie habe ich jetzt da alle verbraucht für diesen Riesenfrosch? So. Pfeile sind hier nirgends in der Nähe. Die sind auch ziemlich ausgegangen. Na gut. Okay. Na dann sehen wir mal, ob wir aus der Gruft wieder rauskommen. Na, hier haben wir eine Kiste. Oh. Oh, mein Helm hat so schlechte Verteidigung, dass das Ding sogar besser wäre. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ich habe nur mehr auf die Skin geachtet. Naja, gut, was soll's denn auch? Hauptsache, er sieht festlich aus hier, der kleine Weihnachts-Reggie. Das ist das Wichtigste. Das finde ich immer so süß, wenn die so rumbibbern, die kleinen Ratten. Oh je, hast du das gesehen? The Bard had found a little courage. And even better, he'd found a key. Finally, a way out of these hellish halls. Na siehste mal, hier geht's raus. Aus den höllischen Hallen. Ausgezeichnet. Hast du ein paar Krusten dabei oder was ist da los? Keine Krusten für mich. Nein. Das ist natürlich schlecht, ist das natürlich. Der sagt jetzt nichts mehr. Ach, hier ging's hoch. Geht's da drüben weiter? Wir schauen mal eben, wo sind wir da? Ja, okay. Die Halle der Bücher. Nee, da ist es nicht hoch, sondern runtergegangen. Okay. Ja, dann ist der vermutlich für den Haupteingang, oder? Ja, okay, jetzt läuft er los in die Richtung. Und hier geht's ja dorthin zurück, wo wir reingekommen sind. Ich sag immer,
Oje, Bogenschützen. Oder Armbrustschützen, besser gesagt. Aua. Okay. So. Ja, jetzt sind bald die Metall- und die Krusten voll. Ho, 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 ho. Ja, The Witcher 3 ist ja jetzt auch ein Update rausgekommen, jetzt wo ich den Sprecher da gehört habe vorhin. Da sind ja alle ganz aus dem Häuschen, vielleicht starte ich da auch mal ein Let's Play an. Das wird allerdings natürlich ewig dauern, das ist ja ein sehr umfangreiches Spiel. Gut, man kann natürlich auch durchrushen, wobei, ja, das wäre nicht so mein Ding. Wobei, gut, hier hechte ich auch der Hauptquest hinterher eigentlich. An den Nebenaufgaben kommt man ja, obwohl es gibt eigentlich keine wirklichen Nebenaufgaben, hier kommt mir vor, die muss man ja ohnehin alle machen, damit man genug Gold kriegt, um die Burg wiederherzustellen. Oh, Biber, Biber, was ist denn ja, was denn ja, da geht's lang. Mhm. Ja, sag's nur, Kleiner. This room was strangely well preserved. Uh-huh. The lack of rubble showed how bare it was. Uh-huh. Like something was missing. Mhm. Oh. Eine Krone mit schönen Verteidigung. Ja, doof. Mhm. Symbol der Familie. The statue was made from the finest quality marble. It felt unusual in this dark, dingy place. Aha, mhm, aha, da kann man hier diese Statuen auf die Podeste packen. Ein bisschen Käse! Süßlich würziger Käse, ja, non plus ultra der Lebensmittel. This cheese was unusually pungent. But perhaps Chef would be able to use this in his recipes. In tiny amounts. Okay. Ich schau noch mal eben hier, ob die neue Krone nicht vielleicht doch auch eine Skin hat. Wir schalten das mal um. Hm. Also, dass das nämlich genau das mieseste Ding sein soll, das überhaupt keine Verteidigung hat, das hier eine Skin hat. Der ist ein bisschen besser, obwohl eigentlich so viel wie er mehr wiegt. Ja, das hat auch keine Skin, nein. Der Hut ist natürlich von Haus aus geil. Na gut. Dann lassen wir es so. Ja, da gibt es noch drei weitere Statuen zu finden, offenbar. Wenn wir uns etwas genauer umschauen, werden wir schon noch an denen vorbeikommen, denke ich mal. Ich speichere hier auch mal. Ich habe mich ja jetzt in dieser Gruft nicht sehr genau umgesehen. Könnt auch hier nochmal runter, aber ja, ich denke, das machen wir ein anderes Mal. Ja, schade, dass man die Skin nicht einfach bei jedem Item verwenden kann. Ach, wir sind jetzt hier im Keller von der Burg. Unter der Küche, jawohl. The distant smells of fresh whole bug bread led them home. Mhm.
The bard swore to write a heroic song of the pair's quest. Reggie wondered what would rhyme with zombie. Mit Zombie, Zombie reimt sich auf Kombi. Was fehlt uns denn da jetzt noch alles fürs nächste Rezept? Den Käse geben wir gleich mal ab. Irgendein Hühnerflügelteilchen oder was. Obwohl Hühner wohl kaum. Ja, wir werden es schon finden. Ja, sehr schön. Da sind wir wieder in der Burg. Und der gute olle Schmied bekommt hier seine Blaupausen. Reggie didn't tell his brother of the undead yet. They still have living enemies to fight, weapons to forge, and a book full of blueprints thought to be lost. Stories could wait. Einhändiger Speer. Bisschen leichter und gleicher Schaden. Ja, rüsten wir gleich aus. Das, ja, das rüsten wir nicht auf. Ach ja, was will denn der Kleine? Though the kitchen and smithy were restored and improved, Reggie looked at his broken, gore-smeared throne room. No self-respecting king could rule from here. Oh, 30. The costs, as usual, never went down. 30 Goldstücke, das ist aber teuer, liebe Leute. Oh nein. Wir werden da auch gleich mal schauen, was er uns jetzt da wieder schmieden kann. Jetzt haben wir wieder einige neue Rezepte. So. Ach ja, das ist gleich nochmal besser als der Speer, den ich gerade gekriegt habe. Also ausrüsten. Das bringt's nicht. Naja, egal, wir rüsten das aus. Auch das ist kein Unterschied. Da gibt es jetzt lauter Waffen, die gleich gut sind, oder wie? Sehr interessant. Ist das auch wieder einhändig, oder ist das zweihändig? Nee, das war zweihändig. Ah, wenigstens die ist besser. Erhöhte Verteidigung auf dem Schild. Das hat auch ordentlich mehr Verteidigung, aber auch ordentlich mehr Gewicht. Und Mossy statt Froschwiderstand. Okay. Ja, doof. Jetzt, wo ich das mit den Skins weiß, muss ich da immer gleich nachschauen, ob es da eine gibt bei den neuen Teilen. Was für eine Zeitverschwendung. Ja, hier, die geht eben nicht mit einer Skin. Das hier auch nicht. Und hier die Axt. Vielleicht ist das eine Zuckerstange. Nee, auch nicht. Okay. Und der Speer hat auch keinen. Na gut. Ja, doof. Wäre gut, wenn man das irgendwie schneller erkennen könnte. So. Wir hatten ja noch einen Auftrag ohnehin, dass wir da beim Turm irgendwie... Ah, was waren das? Käfer? Ach, nee, ich verballer gleich wieder überflüssig die Munition. Wir schauen eben nochmal. Ach, wobei, Moment mal, man kann das ja hier auch nachschauen. Da gibt es nur 3 Münzen. Ja, Larvennest ist im Turm, das heißt, ich bräuchte irgendeine Anti-Käfer-Rüstung. Und der Turm ist ja hier hinten. Aha, was hat er?
müssen. Ja, es ist auch... Meine Ressourcen sind ziemlich voll. Der Ranger wollte neue Fresh-Hunting-Grounds finden, aber ohne einen Kompass konnte er sie nicht mappen. Aha, er will einen Kompass und dann kriegen wir dieses Beinchen, das wir da für die nächste Mahlzeit brauchen. Irgend so ein Händler vor Langschwanzdorf wollte doch auch noch ein Rad haben oder sowas. Oh Mann. Ach, da ist die Kiste in der Bude drin. Vielleicht sollte ich auch nochmal zum Händler schauen, ob es dort was Neues gibt. Weil, wenn wir jetzt hier gegen Käfer vorgehen, sollte ich mir schon eher eine Rüstung ausrüsten, die gegen Käfer gut ist. Aber davon ist es mal gar keine. Nee, dann müssten wir eine schwere nehmen eigentlich. Diese da. Ja. Ja, blöd. Blöd. Schade, das mit den Skins hätte ich mir etwas anders erhofft. Ich rüste einfach wieder die besten Sachen aus. Das war's mit der Weihnachtsfreude. Oh nein. Aber sonst ist es hier vielleicht unnötig schwerer. Nein, das rüsten wir nicht aus. Das hier hat nochmal bessere Verteidigung gegen Käfer. Ein bisschen weniger normale Verteidigung. Ach, hier kann man auch gleich die Skin-Variante. Ah, okay, wir nehmen das. Okay, gut, dass ich das jetzt auch gesehen habe. Man kann es gleich beim Aufheben ändern. Okay, und hier... Oh, hier gibt es einige neue Aufträge. Oh, die sind auch schon schwieriger. Der Mossi-König, das gibt 10 Münzen. Und hier ein neuer Feind, gibt auch 10 Münzen. Na gut, wir schauen mal zu dem einen Auftrag hier beim Turm. Danach schauen wir mal, wo wir vielleicht dieses Rad auftreiben und auch einen Kompass. Sollte ich eigentlich vermutlich sogar vor dem Auftrag machen, aber... Weil ich habe ja volles Metall und volle Krusten. Gut, dadurch, dass ich jetzt hier mit dem Skin... mit den Skins so rumgetrödelt habe, ist diese Folge eigentlich eh auch schon wieder vorbei. Dann werden wir diese Aufgabe hier im Turm beim nächsten Mal erfüllen und hier jetzt noch irgendwo speichern. Der Ranger hat geklärt, die Grubs, die es ausgegangen hat. Aber das Nest im Basement musste noch behandelt werden. Och nö, im Keller sind noch so viele Käfer. Da oben ist ja eine Speicherbank. So. Gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Tales of Iron, die große Saga des kleinen Naga. Ciao.